Liebe Emmericherinnen und liebe Emmericher, heute ist Dienstag und es gibt leider ein weiteres Todesopfer zu beklagen, das 7. Todesopfer seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Unsere Gedanken sind bei der Familie und bei den Angehörigen des Verstorbenen. Wir haben aber auch einen weiteren anderen traurigen Rekord. 24 Neuinfektionen haben wir zu verzeichnen. Das ist einer der höchsten Werte, die wir bisher in Emmerich hatten. Das liegt zum Teil an den Kindergärten, an den Schulen, wo jetzt auch Reihenuntersuchungen und Reihentestungen gemacht worden sind. Deswegen ist die Zahl im Moment so hoch. Das heißt für uns, wir müssen weiterhin aufpassen, wie wir miteinander umgehen. Das macht ganz besonders deutlich der neue Lockdown, der harte Lockdown, der uns ab morgen treffen wird. Die Geschäfte werden schließen, Blumengeschäfte, Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte dürfen aufhalten, aber der Baumarkt macht zum Beispiel auch zu. Für die Kinder in den Schulen bedeutet das auch nochmal wieder eine Umgewöhnung, Distanzunterricht oder Präsenzunterricht. Das stellt die Lehrer und Lehrerinnen natürlich auch wieder vor neue Herausforderungen. Und das gilt von uns aus auch große Anerkennung in die Richtung an die Schulen, dass man sich da wieder auf die neue Situation einstellen muss und die natürlich auch abzuwarten ist, wie das weitergeht nach dem 10. Januar. Ich darf Sie bitten, bleiben Sie alle gesund, denn das ist das Wichtigste im Moment. Wir gehen zwar jetzt auf die Weihnachtszeit zu, das Weihnachtsgeschäft für viele Einzelhändler, Gastronomen wird ausfallen. Viele Vereine können ihre Veranstaltungen nicht durchführen. Das verlangt viel von uns ab. Aber ich bin sicher, dass wir im nächsten Jahr zurückgucken können und froh sind, dass wir wieder zukünftig dann auch im nächsten Jahr Feste und Weihnachten und Neujahrwechsel wieder so feiern können, wie wir es gewohnt sind. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen schönen vierten Advent, wenn es denn dann soweit ist.